Luft rein, weil ist ja mit der Luft, die hier drin ist. Die geht über die Entlüftung, über die Gasschleuse, wird die nach draußen gedrückt. Bei 5 Soldaten hat das funktioniert, bei 25 Zivilisten musste der rund um die Uhr laufen. Da sind auch genug Leute da, um das zu drehen. Genau. Das Problem war nur, der konnte nur 1,2 Kubikmeter Frischluft pro Minute hier reinpumpen.